Ahoi und schön, dass ihr wieder dabei seid bei ARK. Ja, Marek ist auch am Start. Hallo. Ich bin heute ein bisschen angeschlagen, deswegen werde ich gleich beim Stream vielleicht ein bisschen weniger energiegeladen sein und dafür viel Kaffee trinken, Obst essen, Wasser trinken und ein Snickers-Eis verdrücken. Also. Was? Ja, das ist mein Standard-Gesundheitsprogramm. Wenn ich auch nur den Anflug von irgendeiner Itis kriege, dann mache Dann ich gibt das es so. Snickers. Dann gibt es ein Sticker-Eis. Nee, ich esse es Aber wenn eigentlich ich nicht. Hunger habe, esse ich Snickers. Und Aber wenn wenn ich ich keinen keinen Hunger Hunger habe. habe, esse ich ein Snickers. Und das ist keine Snickers-Werbung. Aber wenn ich in der Stadt bin, dann esse ich ein Snickers. Und wenn ich wandern gehe, esse ich ein Snickers. Okay. So viel zum heutigen Wahnsinn mal wieder. Ja, er ist wie immer präsent. Okay. Ich habe mich gerade eingeloggt und da kam auch schon der Anruf von Marek quasi, der sich so kurze Zeit vorher eingeloggt hatte. Und er meinte direkt: Ja, hier, ich bin beim See und hier ist schon wieder ein 150er Baryonyx. Yep, so sieht's aus. Ich guck, hab mir das Level angeguckt und dachte mir so, echt jetzt? Männchen. Auch noch ein Männchen, also perfekt für unser Weibchen. Ich habe uns auch schon Kibbel besorgt, beziehungsweise geschnurrt. Und ach so, genau. Wir haben in der letzten Folge die Tiere durchgezählt, beziehungsweise ein Rex hat es leider nicht geschafft, der 150er. Oh ja, genau. Erzähl doch mal ganz kurz, dann kann ich dabei ein bisschen Kaffee trinken. Und zwar, der 150er wurde von irgendwas angehittet. Ich vermute mal so ein Bronto. Es waren ja Bronto-Herden unterwegs zu dem Zeitpunkt. Dann wollte ich ihn halt aufwachen lassen. Das hat auch funktioniert. Als ich ankam, haben aber zwei Stegos ihn mehr oder weniger in die Zange genommen und halt ausbluten lassen. Ah, shit. Also von beiden Seiten mit ihrer Stachelattacke, oder wie? Ja. Und er konnte sich nicht wehren, weil er halt immer noch gefangen war, ne? Okay, Kacke. Und so haben wir halt den 150er leider verloren. Ich musste nämlich ein Aber. bisschen eher weg. Und Marek hat die quasi noch fertig getamed. Genau, und der Baryonyx und der Rex, die stehen draußen jeweils. Zeigbar, zeigbar, zeigbar. Ja, hier, komm her mit. Ah, zeigbar. Wo ist denn die Schöne? Hier. Ah. Ich habe also dieser Freudenschrei, wenn man wieder ein Dino kriegt. Oh, das ist ja echt eine coole. Die ist ja schön. Na, du? Ich habe auch schon einen Namen für sie. Okay. Nennen sie Barsri. Bartery. Bathory. Bartery. Ich habe mich gerade gefragt, ob man das so irgendwie im Englischen so aussprechen würde. Baderaum. Bartery. Bartery. Wir treffen uns in der Bathory. Wie spricht man denn ihren Namen aus? Eigentlich Bartery, ne? Also ich kenne sie unter. Na, ihr könnt ja wieder raten, woher der Name kommt. Das eigentlich kennt man eigentlich, hat man immer schon mal gehört. Ich habe das noch nie gehört. Du kennst Madame Bartery nicht? Nein. Also ich kann jetzt nichts verraten, dann können ja die anderen nicht mehr raten. Man muss es mir nachher erzählen. Ich kenne Bartoki nicht. Okay. Ich gebe einen Tipp. Es ist eine Frau von Adel. Das sind manchmal die schlimmsten. Okay. Kannst du schon Sattel bauen? Moment, ich schau mal. Und dann hätte ich. Muss ja mal gucken, ob ich noch. Ich habe noch einen Pokéball. Ich möchte mir auch ihre Stats einmal angucken. So, Moment. Baryonyx. Oh, Entschuldigung. Baryonyx. Oh, ich weiß auch nicht, was das gerade für ein komischer Schluckauf war. Der Schluckauf des Horrors. Ansonsten habe ich noch war ich so frei, nochmal Drachenmilch zu holen und habe die Drachen nochmal rausgestellt.
Wie? Und du hast das nicht im Stream gemacht? Nein. Das ist verwerflich. Diese Tiere sollen mal auswachsen. Nee, ist doch völlig okay. Also du hast dann quasi einfach nur einmal Milch geholt? Ja, ich hab Milch geholt. Die zwei Drachen stehen auf dem Dach und der andere steht halt hinten im Hinterhof. Mhm. Auch lustig, die verändern wohl auch anscheinend ihre Bedürfnisse vom Imprinten. Mhm. Okay. Und zwar wollten sie damals, also beim letzten Mal Milch haben. Und nachdem ich sie jetzt aus dem Pokéball rausgelassen habe, wollten sie nur gekuschelt werden. Oha, okay, das ist ja praktisch. Wenn man jetzt eigentlich keine Milch da hätte, dann könnte man auch mal versuchen, die einzutüten. Oder wenn man es ganz eilig hat oder irgendwie, oder es gar nicht anders geht. Ja. Oh. Hallo, du Schöne. Na? So ein Schnabbelchen. So. Oh ja, das wird cool. Ich freue mich total, die Landexpedition mit ihr zu machen. Also langsam ist sie auf jeden Fall nicht. Es sieht auch so aus, als ob sie sehr, sehr, sehr langsam den Stamina-Wert verbraucht. Ich sehe ehrlich gesagt gerade, da jetzt kommt. Jetzt geht der Verbrauch erst überhaupt los. Ich habe das gerade gar nicht gesehen. Okay, man kann ja ewig mit ihr rennen. Ich meine, klar, könnte vielleicht noch schneller sein, aber... Pff, reicht aber. Aber reicht, ne? Willst du mal? Ach, das ist doch ordentlich. Also ich finde auch, dass Der Sprung reicht. Ist jetzt kein Katzensprung, aber... Das ist ja auch ein Schwimmflossen-Dino aus dem Sumpf. Kein, Ja, klar, also... Warst du schon mal schwimmen mit dir? Nee. Dann go for it. Komm, Kleine. Rauf aufs Los. Okay, sie kriegt keinen Buff wie der Spino. Aber Schwimmen ist cool. Hat sie denn an sich Oxygen? Moment. Muss ich nochmal unter Wasser? Ja. Aber auch einen relativ langsamen Verbrauch. Oder nee, Moment, halt, ist das meiner? Das ist ja meiner. Ich habe einen Sauerstoffverbrauch. Sieht mir das heute nicht nach. Nee, so wie es aussieht, hat sie das nicht. Na, cool. So, jetzt schauen wir nochmal nach den Werten. So, okay. Also 36 HP, 37 Damage, 35 Stam, 40 Food. Alle unsere Dinos haben ein Fable fürs Futtern. Aber es sind auch gute Werte, also kann man nichts sagen. Wir kriegen immer so die verfressenen Buffettiere. Keine Ahnung, die wollen alle zu uns. Naja, die müssen ja auch ein paar Muskeln haben, ne? Ich meine, da muss sich ja auch ins Buffet durchkämpfen. Ja, da muss man sich ordentlich durchprügeln, damit man da in die erste Reihe kommt. Das stimmt, da hast du recht. Die besten Sachen sind da ja immer schnell weg, ne? Mhm. Okay, und wir werden wirklich demnächst unseren Stall wieder vergrößern müssen. Das nimmt schon wieder so Züge an wie in der alten Base, finde ich. Ja. Oder? Mhm. So, okay. ich würd jetzt aber auch dann erstmal mein Tierchen legen. Ich habe bisher nur eingekerkert. Ja, ich würde gern mitkommen, glaube ich. Okay, du darfst. Das ist aber großzügig. So bin ich. Ach Mensch. soll ich sonst noch irgendwas mitnehmen? Brauchen wir noch irgendwas? An sich nicht. Ich habe, wie gesagt, Kippe mir schon besorgt. Mhm. Eingekerkert ist er. Pfeil habe ich. Nehme ich doch mal unseren schönen Argus. Mac-Argus. Vielleicht, wenn da irgendwas. Vielleicht kann ich ja irgendwie noch ein bisschen tatkräftig zur Seite stehen. Ah, die Eule hätte ich natürlich auch nehmen können schon direkt, aber. Und auf geht's! Abermals zu unserem schönen kleinen See. Wir hätten eigentlich auch direkt da bauen können. Tja. Jeden Tag so
so ein Bari. Aber echt, ne? Ich hoffe, er ist noch da. Ja. Hätten wir so eine kleine Baryonyx-Flocke. Flocke. Flocke. Flotte. Baryonyx-Flocken. Jetzt neu in ihrem Cerealienregal. Von Captain Crunch. Achso, ich dachte, Captain. Lex links weg. Unter dir. Ah, das mit den. Moment, wollen wir erstmal den Stego da wegschmeißen? Oh, was kommt da? Warum kommt ihr hier alle? Das ist doch hier kein Tummelbecken. Jetzt ist ja noch ein Raptor. Was soll denn das? Okay, so und jetzt müssen wir nur noch den Stego hier wegkriegen, ne? Ja, es sollte schnell gehen, Moment. Er kommt, da ist er schon, hat er sich schon enthakt. Ja, ich habe einen weggemacht. Achso. Schleiche hier doch nicht die ganze Zeit rum, Kleiner. Ach, wieder kannst du mal wirklich noch die Eule holen. Oder kurz für mich weiterschießen und ich hole die Eule. Ich bin ein bisschen schneller. Ich kann die doch holen. Kein Ding. Ich glaube, ein bisschen angeschlagen ist er schon. Vielleicht von dem Kano? Ich weiß nicht, greifen Kanos Baris an? Gute Frage, weiß ich jetzt nicht. Wüsste ich jetzt eigentlich nicht. Und wenn es geht, bringe ich auch nochmal, keine Ahnung, 6 Spikes mit. Ei, ei, mach ich. Habe ich schon mal gesagt, dass die Eule echt praktisch ist? Hier sind die kleinen Drachen auf dem Dach. Wie cool sieht der Weiße aus, echt. So, fliegende. Achso, halt Spikes. Ein Kano-Ei. Wir lassen unsere Eier nicht legen, wir räubern sie nur. Nur von echte Wildeier. Freilandeier. Freilandeier. Und freilaufenden Dinos. So. Komm mit, Olaf Olas. Ey, du Kleiner. Ach, die Drachen erschweren das hier schon auf dem Dach. Die wedeln da mit ihrem Schweif so doll rum. Komm, Kano, spring hier runter. Tschüss. Wir kommen! Ich habe gehört, hier gibt es eine Zwangsheilung. Aber vorher Futterzeit. Du solltest ihn heilen. Da war nichts mehr zu machen. Ich kann heilen, nicht wiederbeleben. Ey. Bin auch eingefroren. Ja, wenn du dich da unter das Gefieder hockst, was soll ich denn machen? Kalt. Das ist einmal die volle Portion Schockfrosten. Wim Hof wäre stolz auf uns. Heilung durch Kälte. Vor der Zeit. Ist er denn wieder in Ordnung? Ja, sieht gut aus. Dankeschön. So, jetzt legst du dich hin. Du kannst ja schon mal die Spikes hier hinbauen.
Ja. Sieht auch schön aus, finde ich. Achso, Spikes? Welche Spikes? Wollte ich mal mitbringen. Sollte ich? Ja. Achso. Habe ich doch dran gedacht. Hab nichts anderes erwartet. Da ist schon wieder irgendwas. Raptor? Irgendwas greift. Nein, greifen, Action. Die reichen nicht ganz rum, ist das schlimm? Nö. Ja. Ich hab die hier nicht. Ich hab die sehr, sehr großzügig gerade hier rumgesetzt. Alles gut. Sollte eigentlich. Was soll denn das? Du kannst mir das doch nicht einfach in den Rücken setzen. Hallo? Und jetzt haut er mir das Schild vor den Kopf. Ey, das sind Mates, ne? Bei manchen Mates braucht man auch keine Feinde mehr. Nagel in den Rücken, Schild vor den Kopf. Ich glaub's nicht. Und das freut sie dann immer in der Regel noch hämisch. Auf jeden. Standard. Na gut, der liegt da jetzt erstmal, wa? Mhm. Oh, hier ist ein Alpha-Kano. Ja, irgendwie sind hier immer total viele Alpha-Tiere, ne? Hier so zwischen unserer Base und dem See sind immer viele Alpha-Tiere unterwegs. Ja, dann können wir ja eigentlich, sag ich mal, noch auf jeden Fall die Expeditionssachen vorbereiten. Ja, ich höre einen Rex, ich höre einen Rex. Oh, oh. Bitte kein 140er. 150er? Echt? Nein, ich habe noch nicht geguckt. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es kein guter ist. Das ist gut. 95. Ach, zum Glück. Bei Rexen habe ich so ein Bauchgefühl. Das täuscht mich nur in 50% der Fälle. 50% liege ich richtig. So, okay. Du hast ja schon hier die Kiste angefangen gehabt, ne? Genau. Ja. Fall doch nach unten, bitte. Danke. Genau, also ich habe eine Kiste hier hingestellt, die Holzkiste. Und da habe ich schon mal so ein paar Sachen reingeschmissen. Ich weiß jetzt auch nicht, also möchtest du dann auch den Baryonyx nehmen, den zweiten? Vor allem, wenn man dann noch lachen muss, ne? Das Problem ist auch schon so halb geschmolzen, ne? Moment mal, ich kann mich doch. Hahaha. Was denn? Ich kann mich auch ausblenden. So. Dann kann ich in Ruhe mein Eis essen. Aber Leute wollen sehen, wie du tropfst. Mhm. Bin aufgekackt, Kakur. Ja, es ist auch eigentlich schon gar kein Eis mehr so richtig. Es ist schon so ein halber Milchshake. Der gerade noch so von den schokoladigen Strukturen rumrum zusammengehalten wird. Also total geil. willst du dann auch mit dem Baryonyx los? Ach ja, ich meine, wenn das Schicksal mehr oder weniger mir schon hier vor die Füße wirft. Aber hallo, das war mega Schicksal. Erst die erste. Und dann gleich den zweiten, also ich meine. Ja, nichts mehr zu sagen, nichts mehr hinzuzufügen, ne? Muss man nicht. Nö, nö. So. Genau, ich hatte uns eigentlich zwei Pistolen rausgesucht aus unserem gefundenen Material. Die eine ist auch schon in der Kiste mit ein bisschen Moon.
die andere suche ich gerade. Ich glaube, das war in Dr. Blauzahn. Nicht Dr. Blauzahn, Captain Blauzahn. Mhm. Wo bist du denn? Er steht draußen, glaube ich. Katzi. Hey, wo bist du denn? Zucht Zora. Zwei Namenlose, Tyria. Auf der japanischen Katzeninsel. Da bist du, zwischen den ganzen Viechers. Ja, da ist die andere. Hey! Was denn? Ich schau nur. Hey, lass zu! Knapp daneben. Uns fehlt das PvP gar nicht. Man kann auch springen. Übrigens, hier Metal Axe ist auch ready. Mhm. Und ich meine, wir haben ja dann so gesehen. Ey, das ist jetzt uncool. Was? Also, Bola werfen ist das eine, ne? Aber das ist jetzt uncool. Ist ja wahrscheinlich kaputt. Du könntest Durst haben. Geht sogar. Eigentlich mehr Hunger. Geh mal da weg. Sagt er, du könntest Durst haben, steht vorm Wasserhahn. Wir haben einen männlichen Baronyx und einen weiblichen dann. Also wir könnten auch sagen, wir breeden und gehen dann mit den Kindern los, ne? Das dauert aber lange, ne? Aber wäre schon cool. Also A, würden wir die Eltern so gesehen nicht gefährden, dass wir die verlieren, also so komplett verlieren. Und wir hätten dann eben nochmal den Reiterbuff bei den Kindern plus die 20% Prägung. Also 20% Buff dann nochmal auf jeden Wert. An sich schon, aber das dauert natürlich. Wir müssen dann zweimal im schlimmsten Fall, also im besten Fall kommen natürlich Zwillinge raus. Im schlimmsten Fall müssen wir halt einmal noch abwarten, bis die wieder breeden können. Mhm. Und die dann auch legen. Ne? Das ist, also können wir machen. Ist ja die Frage, was wir dann anstatt der Expedition machen. Ja, okay. Was meint ihr denn? Könnt ihr uns ja mal schreiben? Ich meine, rein theoretisch sind ja auch die Server jetzt offen, also wir könnten auch eine Expedition nach Aberration machen. Haben wir die Tiere auch da? Oder wir könnten uns auch noch einen zweiten Megalosaurus holen für unsere Morticia. Bevor wir nach Aberration fahren, traveln. Baseball geht immer, Stallausbau. Also... zu tun gibt es sowieso immer irgendwas. Eiertiere ist dann ja die Expedition. Aber wie du magst. Also wenn du sagst, du nimmst dann auch gerne einfach ein anderes Tier, dann können wir uns auch ein Ei safen sozusagen und wahrscheinlich überleben wir ja auch. Achso. Wie gesagt, ja. Ich weiß nicht. Oh. Ach so, okay, na gut. Dann ist ja alles geklärt, soweit. Ja, wie gesagt, wenn du es helfen willst, dann würde ich sie gar nicht mitnehmen. Dann würde ich sagen, dann gehen wir ohne sie. Hm. Wir haben genug Katzen, wir haben Ravager. Oh, irgendwas vor der Tür? Bestimmt ein Galli. Das war ein galoppierender Galli. Ja, da vorne ist einer. Wenn das da
Meine Ohren haben gelernt, diesen Klang zu unterscheiden, weil ich schon so oft panisch war, weil ich dachte, das ist ein Raptor nachts. Und dann habe ich aufmerksam gelauscht. Mir wurde klar, aha, die Gallis sind fetter als die Raptoren und haben dann dementsprechend einen anderen Tritt. Einen stapfigen Ententritt. Genau, und die Raptoren sind einfach noch so ein bisschen leichter und schneller. Tapstiger. Und raptoriger. So, okay, das heißt, wir machen den fertig. Dann kümmere ich mich doch einfach schon mal, ich guck mal, ob ich ein paar Gates bauen kann für den Stall. Mhm. Ich weiß gerade gar nicht, wo der schon wieder, wo die Gates drin waren. War das im Settler-Table? Ich glaube, es war... Ich guck mal nach. Nee, hier sind Türen. Nee, das war das Burgending, ne? Steht leider nicht dran. Hier sind irgendwie nur die Gates. Ah, ich glaube, es war die hier. Ja, genau. Das Giant Gate Post. Ja. Und ich glaube, wir hatten auch dann die... Oh, welche Gates hatten wir? Sonst müsste ich mal draußen gucken. Ah nee, wir hatten hier die passenden Türen. Keep Giant Gate. Mhm. Und Giant Gate Posts. Genau. Oh, ich glaube... Woran fehlt's? Metallbarren. Ich glaube, du kannst ein paar noch reinziehen. Ich hatte letztens schon mal mein Anki kurz getestet. Und normales Metall fehlt auch. Beides fehlt. Okay. Aber ja, dann... Müssen wir wohl nochmal farmen. Ja. Okay, ja, dann machen wir das doch, bis der Bari ein bisschen runtergehungert ist. Ich wollte ihn gerade schon anfüttern und wir mal kurz mal angucken. Okay. Na, kleine Metallux. Wir gehen gleich zusammen los. Also sie hat jetzt schon 477 Damage, noch ungelevelt. Das ist doch schon nice. My Barry is ready. Cool. Oh, der ist ja nice. Oh, ich dachte gerade, der ist ja nicht gut. Der ist ja nice. Ich meine, okay. Er hat zwar 36 Punkte wasted. 36? Okay, krass. Aber dafür hat er 40er HP-Wert. Cool. Was sagen die anderen Werte? Um, 29 Attack, 29 Food, 28 Weight, 32 Ausdauer. Mhm. Und wahrscheinlich sind die auch wasted, die 29 in Oxy, wenn der kein Oxy hat. Ja gut, aber der 40er HP ist doch schon mal sehr gut. Ja. Na dann können wir es auf jeden Fall direkt breeden. Ja. Ich hatte auch letztes Mal schon mal versucht, einen Egg-Incubator zu bauen, aber dafür würde... War das letztes Mal? Weiß ich nicht mehr. Ich habe es auf jeden Fall irgendwann mal probiert. Und da würde Polymer fehlen. Das ist ja kein Ding an sich, ich meine... Pinguine sind da drüben, ne? Ja. Und wie gesagt, Obsidian haben wir auch relativ nah dran hier und an der Zementpaste mangelt es uns ja auch nicht. Hm. Das stimmt. Ein kleiner Eierdilo. Oh, da liegt er schon. Hast du gerade ein bisschen Fleisch da?
Kannst du ziehen, im Futtertrog ist was. Wer ist denn Haubentaucher? Das von mir ist er nicht. Taubenhaucher? Der muss von Lupo sein. Was macht denn der bei uns? Keine Ahnung, vielleicht fahre ich hier auf der Durchreise. Ach. Geprägt ist Lupo. Deswegen haben wir doch extra schon eine andere Base. Na, das reicht nicht. Wir sollten eine Allianz machen. Okay. Hastest du Fleisch, oder? Ne, kannst aber ziehen, oben. Ah ja, stimmt. So, sorry, du gehörst gar nicht zu uns. Du musst weg, Kleiner. Tschüss. Ich guck grad aufs Dach und ich denke, hä, wer ist denn das? Den kenn ich nicht. Ne, nie gesehen das Gesicht. Pack ich den jetzt hin? Pack ihn in meine Kiste, wo ich dann immer... Wenn ich mal rübergehe, mein Inventar rein verfrachte, du kommst dann rüber, du. Achso, ich war gerade total verwirrt. Jetzt habe ich gerade in meiner Kiste habe ich gerade unsere Forge gefunden. Ich wusste gar nicht, dass die hier abgerissen ist. Marek, was hast du denn hier gemacht? Du musst mich über Änderungen aufklären. Naja, die Forge-Felder sind hier hingerotzt, sag ich mal. Wie hingerotzt. Nein, die war hier so in der Ecke so. Hallo, ich hatte da super schön hinplatziert. Nein, das sah total gut aus. Das kann gar nicht funktionieren, weil der Cooking Pot hier stand und ich kam gar nicht mehr da dran. Nein. Ja, Hauptsache, du erzählst mir das mal, damit ich nicht so verwirrt bin. So, ab geht's. So, Moment. Wo bist du, Argo? Zack. So, es müsste ja schon reichen für den Kleinen. Ist Simpson gerade Tilo oder was? Ja, einfach für Eier. Der blitzt ja hier rum. Ich glaube, wir brauchen noch ein Mensch. Ist es ein Mensch? Ist ein Weibchen. Okay. Weil unser, ich glaube, unser Mensch ist ja leider verhungert. Hier kommt bestimmt auch ein Weibchen. Ein Männchen vorbei. Das gute Fleisch! So, sehr so. Okay. Weil, wenn wir nämlich einen Egg-Incubator hätten, dann würde sozusagen ein Ei halt auch reichen, wenn wir das gelegt haben. Weil da würde man dann schon sehen, ob die Werte übernommen worden wären. Und dann hätte man natürlich so eine kleine Absicherung, ne? Klar, dann wüsste man auch welchen, also auf Männchen oder Weibchen und so, ne? Genau. Sonst können wir das ja machen, dass wir die heute breeden, die Baronyxe. Mhm. Und dass wir uns dann noch Polymer holen und dann den Egg-Incubator bauen. Genau. Was steht denn da im Holz? Wo? Ach, hinter uns war ein Kanu. So ein bisschen getrappt. So, Moment. So, wo ist denn das Metall? Wo fliegst du mit mir hin? Ich glaube da vorne. Ja. Aber Marek, du weißt doch, wo das Metall ist. Da, aber auf der einen Seite ist zu wenig, auf der anderen, ja, ist okay. Ich fliege gerne hier zu diesem einen. Wo ist denn das? Da oben. Weiß nicht. Es gibt den Metall bei der Brücke. Ja. Aber ich glaube, da oben ist das andere. Und jetzt ein See.
Natürlich noch ein Baryonyx. Baryonyx. Barry. Oh, yeah. All the Barry. Hier ist mir gar nichts. Kein Biber. Ich finde auch der See ist irgendwie super trostlos. Also, hier stimmt irgendwas nicht. Vielleicht ist der mega tief. Also ich hätte mal Lust, da mal nach unten reinzugucken, aber. Also oben ist irgendwie gar nichts los. Nix. Warte, ich hoffe, ich habe dich die ganze Zeit im Schokobad. Normalerweise, wenn ich Eis esse, dann ist das immer überall. Das wäre natürlich extrem peinlich im Stream. Ach. Ich finde gar kein Metall. Marek, was geht ab? Wir sind gleich auf der anderen Seite von der Map. Was ist das denn da vorne? Metall? Nee, aber so ein Y am Kopf. Ich beiß mal ein bisschen nach ganz, oben. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, die hat gehofft, sie kommt endlich mal hier in Einsatz und dann... Oh. Weißt du, links ist Metall, by the way. Okay, wir haben keine Ausdauer, ich muss sie abwerfen. Was ist da oben? Was ist denn da vor uns? Das meinte ich gerade. Ich muss sie aber erstmal abwerfen, wir haben keine Ausdauer mehr. Das finde ich sehr unfreundlich. Tschüss. Ich tröste dich. So ist es immer, wenn wir zusammen unterwegs sind. Ah. Oh oh. Oh oh. Ein Heilschwein. Ich wusste da gerade gar nicht, was mich angegriffen hat. Sieht eher aus wie ein Keilschwein. Gleich. Achtung. Es ist entzürnt. Wo bist du denn? Level 45. Wir wollen dir doch gar nichts. Lass uns einfach. Ey, also dann muss ich dir auf die Nase hauen, wenn du uns nicht lässt. Wildschwein braten. Butterzeit. Komm, Anki. Wir gucken uns das da oben mal an. Was ist denn das? Sieht irgendwie cool aus. Als ob das irgendwie einen Kamin hätte. Moment. Lass mich los, lass mich los. Lass mich los. Komm, Anki. Komm, kleine Metal Eggs. Wir erkunden die Höhle. Ey. Hoffentlich ist Snowfly. Haha, zieh dich vorbei. Jetzt zieh dich. Was ist denn hier? Hier ist eine Feuerschale, eine große. Sieht sehr cool, ruinig aus. Oh. Oh. Das heißt, oh. Oh. Oh, fuck, warn mich doch vor, Alter. Ich wäre hier fast runtergelaufen, wenn ich es nicht gesehen hätte. Ist das lustig geworden? Extrem lustig. Da sind Fische. Fuck, was ist das? Moment. Krass. Ich weiß noch was runter. Okay. Oh, krass. Also das heißt, da unten ist Wasser? Ja, und Fische. Ja, ich sehe auch die Schatten, die bewegen sich. Und da unter uns ist da irgendwie noch ein Gitter oder so? Gitter? Da ist geh nochmal einen Schritt nach links, ich muss da mal runter gucken. Oh, krass, stimmt. Ey, kommen wir da nicht irgendwie runter? Geht's da irgendwie weiter? Wenn dann, entweder mit Kletterwerkzeug, Enterhaken. Vielleicht, und vielleicht ist das ja auch irgendwie verbunden. Also der Wassertunnel, vielleicht führt der ja, also vielleicht ist ja ein Tunnel drunter und der führt irgendwo hin. Vielleicht kann man da reintauchen. Hm. Ey, hier müssen wir nochmal herkommen. Also entweder mit Katzen. Kletterhake? Haken. Kletterhake. Wer kennt sie nicht?
aus dem gut geführten Bauhaus- und Gartenlandschaftssortiment. Also entweder mit einer Katze oder mit Kletterwerkzeug oder beidem. Ein Taucheranzug. Ja, ich weiß nicht, irgendwie muss man auf jeden Fall, irgendwie müsste man auf jeden Fall wieder hochkommen, ne? Wenn man ja, mit einer Katze schwimmt, kann man dann an die Wand springen? Ich glaube nicht. Denkst du, es ist so tief? Ich habe keine Ahnung. Ist es nicht. Vielleicht sollte erstmal eine runtergehen, wenn wir es machen, und dann der andere. Kann ich nicht die Fackel, wenn sie an ist, irgendwie da reinschmeißen? Ich glaube mit. So. Oh, ich will voll gerne wissen, was da ist. Nee, da ist ein Farm. Aber das ist viel spannender. Was hey, ist denn da unten? Getab ist da vorne. Boah, hier müssen wir aber demnächst hinkommen. Das müssen wir auf jeden Fall erkunden. Das ist ja spannend. Können wir noch zwischenschieben. Oh ja. Dann könnten wir auch noch breeden. Dann ja, machen wir das in der nächsten. Ja, cool. Bereiten wir uns lettermäßig alles vor. Mhm. Boah, hey. Wie viel... Wahrscheinlich gibt es hier noch total viele Plätze, die wir noch nicht kennen und die man irgendwie erkunden kann. Guck mal, den haben wir jetzt auch hier so zufällig gefunden. Wer weiß, wie viele Plätze es hier noch gibt. Also ich meine, klar, ein paar haben wir ja schon gesehen hier, ne? Beim Rüberfliegen, es gibt ja sehr große Eingänge. Genau. Aber den hier. Da waren Wölfe. Schwarzer Wolf. Ein schwarzer Wolf. 90. Ach, und das ja. Ist euer Grau. Diese Dinosucht. Abenteuersucht. Ich hatte schon als Kind so Dino-Sticker-Album, wenn ich mal gewusst hätte, wo das hinführen würde. Ich habe auch immer mit Dinos gespielt. Ich hatte echt wenig Puppen, wirklich. Und ich hatte super viele Dinos von Schleich. Egal, also Marke egal, aber so total viele. Und mein Bruder, der hatte Lego. Und er hat dann irgendwie so eine Lego-Weltraumstation gebaut. Und die habe ich dann mit meinen Dinos angegriffen. Ist ja fast arg, also ich meine mit dem ganzen Deck und so weiter. Ja, eigentlich schon, ne? War schon so. Hat sich nichts geändert eigentlich. Mental auch nicht. Bisschen Selbstironie schadet nie. Gibt's hier oben noch was Schönes? Nur Kälte. Na, das andere Ding war auch hier. Nee, irgendwie ist es doch schön, oder? Dass man sich, dass sich dann quasi so eine Leidenschaft wie transformiert und dann auch, wenn man schon erwachsener ist, dem sogar noch frönen kann auf eine andere Art und Weise. Ich meine, wenn ich jetzt tatsächlich irgendwie so Dinos hätte und damit Lego-Stationen angreife, da würde ich mir ein bisschen albern bei vorkommen, also wirklich. Aber das hier ist was ganz anderes. Hier ist es Daily Survival. Hilfe! Wieso kann ich nicht aufsteigen? Ich will aufsteigen. Das ist so ein Dachs. Ich weiß. Roland kann ich den wahrscheinlich nicht, ne? Steig auf. Das ist ein Kampf. Lex gegen Wildnis. Ich habe gesiegt. Ich habe gesiegt. Du hast noch dein Speer dabei. Ich habe immer mein Speer dabei. Und jetzt weißt, cool aus. Und jetzt weißt du auch warum. Ohne Scheiß, ich habe immer meine Bolas, ich habe immer meinen Speer, ich habe immer meine Fallschirme. Survival! Das ist mir auch egal, auch wenn das da ein bisschen was wiegt. Aber diese verdammten Dachse, ey. Diese Dachshunde. Wie ist denn das bei dir? Hast du schon gerne irgendwas mit Dinos gemacht, als du klein warst? Also ich
ich jetzt eher nicht so richtig. Warst Dinos... du im Raptoren-Fußballteam? leider nicht. Also Dinos waren zwar cool, aber jetzt nicht so übermäßig, ich weiß nicht. Vielleicht auch, weil in der Grundschule irgendwie, da gab es einen, der hat Dinos geliebt, ne? Der war richtig, keine Ahnung, krass drauf, sag ich mal, ne? Mhm. Und das hat mich irgendwie auch abgeschreckt. Also der war schon ein bisschen hart drauf. Zum Glück haben wir uns damals nicht gekannt, du. Der war echt ein bisschen komisch. Wieso, war das ein richtiger Hardcore-Nerd oder so, der so alle Fakten über jeglichen Dino wusste, oder? Ja, er hatte irgendwie alles von Dinos, ne? Also vom Pullover, über Wissen, über was weiß ich, ne? Das war schon ein bisschen, weiß nicht. Und meinst du, das ist so ein heutiger Dr. Grant, der irgendwo in der Uni sitzt und, Keine Ahnung. Dafür kenne ich ihn so nicht gut genug. Also, das war eher wirklich nur Grundschule. Mhm. Na gut, nee. Nee, so krass war das bei mir nicht. Also, eigentlich hatte ich meine Spielfiguren, aber nicht Dino-Merchandise in jeglicher Form sozusagen. Jurassic Park und so weiter, als man das gesehen hat, das war schon cool, ne? Ja, wir hatten auch so Actionfiguren, ich glaube sogar von Jurassic Park direkt oder so, ne? Dekadent, das hatte ich nicht. Das war schon ganz nice. Mhm. Aber dabei blieb es auch irgendwie, also. Ja. Wir müssen Ballast abwerfen. Echt? Okay. Zumindest ein bisschen. Na wir gut. Können ja jetzt zurückfliegen. Ja, das reicht ja schon. Nee, ich hau den Stein mal komplett raus. Den brauchen wir fliegen ja jetzt eh zurück. Achso. Ich bin schon bei 600 Damage. Geil, ne? Wir können nur Alphas killen. Wie viel Level hast du jetzt eigentlich bekommen? Oh, ich weiß gerade gar nicht, wie viel ich verlevelt habe. Ich bin bei 1360, also ist das dann nicht... Moment. Ich muss jetzt einmal kurz gucken, wie viel dazu kommt beim nächsten Level. Hm. Hark ist ja auch sehr mathematisch, ne? Na, du kannst auf jeden Fall Listen führen. Mhm. Warte mal, darf ich mal das Pferdchen da checken? Mhm. Oh, ich habe, glaube ich, dein Gefieder. Ich habe, das musst du mal machen, ich habe nur Flügel vor. Das Graue ist 145. Und das Helle? 100 oder so. 100, ja. Hallo, graues Mäuschenpony. Das ist echt total grau. Die alte graue Stute. Die ist schon 145 Jahre alt. So, Moment. 1360. 1530. Das heißt, das müssen wir dazu rechnen und dann teilen und da bin ich gerade zu faul zu. Kann man machen? Keine Ausdauer. Muss man aber nicht. Muss ja nicht drauf sitzen. Hallo, kleiner Dodo. Ein Weibchen.
Mit Pferden kann man natürlich auch guten Ausflug machen. Ja. Ist eigentlich auch ganz nett. Die sind halt auch mega schnell. Mhm. Ist auch nett. Und die haben so einen richtig schönen Sattel. So ein Traveler-Sattel. Da kann man auch bauen drauf, oder? Jetzt, wo du es sagst, das könnte sein. Also so Werkbankersatz. Und es gab ja das Lasso, ne? Genau, es gibt das Lasso, damit kann man Tiere halt einfangen. Konnte man da. Ich glaube, was halt auch ganz geil ist, man kann auch Tiere, wenn die jetzt irgendwie aus Versehen ins Wasser gefallen sind beim Tamen, dann kann man die, glaube ich, auch rausziehen. Also man kann betäubte Tiere ziehen, ne? Hm, ich glaube schon. Das ist natürlich auch cool. Wird alles an die Base gezogen. Man muss zwar dann den Sand aus dem Gesicht von Rex und so weiter ziehen. Immer sieht man uns irgendwie auf Pferden unterwegs, wie wir irgendwelche betäubten Tiere zu unserer Base karren. Okay, so, genau. Ich schau gerade mal, ob ich das finde. Das war ja da einfach Richtung Metallstein. Ich gehe mal zum Pony, ich bin gerade weg. Hallo, hallo. Kleines Pony. Da ist das. Das finde ich farblich eigentlich ein bisschen interessanter. Den 100er. Grau ist allgemein nicht ganz so meine Farbe, muss ich sagen. Kann elegant sein, aber ich finde es auch ein bisschen. Wo ist es? Stimmt, die Seite hier. Da ist auch sein Pferdebuddy. Ah, da. Nee. Hast du das Graue? Pony Pony. Pony hat, Macaroni. Nee, das ist schon wieder das 100er. Das hat gelbe Streifen. Wo ist denn dein Kollege? Ah, ist es. Okay. Jetzt ganz langsam. Oder beziehungsweise ganz ganz fachmännisch gestreichelt, Möhre ins Maul gestopft, aufgesessen und beruhigt. Ist ja alles gut, Ponychen. Wir gründen jetzt eine Kumpelschaft. Kumpeline. Du und ich. Ich und du, über die weite Steppe. In diesen Pteranodon. Wir stecken gerade in einem Pteranodon fest. Oh, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ah, scheiße. Blöder Pteranodon, ich habe nichts. Ich sitze wieder drauf. Ich bin abgestiegen und habe mich gleich wieder raufgesetzt. Oh, ich bin der Mega-Cowboy. Ich habe eigentlich gedacht, jetzt ist vorbei. Ich wusste gar nicht, dass man absteigen kann und dann wieder aufsteigen kann. Ich dachte, dann wird man. Keine Ahnung. Eigentlich dachte ich, wenn man während des Tame-Prozesses absteigt, dass dann. Aha, Effektivität 80. Okay, Pony, das hätte was mit uns werden können, aber wurde es nicht. Tschüss. Shit. Ah, das war so doof, weil ich in diesem Tera drin gesteckt bin, dass ich gedacht habe, also ich habe nicht genau gesehen, ob das Pferd jetzt gerade buckelt oder nicht. Hm. Oh Mann, mein Pony. Da hinten rennt es zum Horizont und gefolgt von einem Raptor. Viel Glück. Mit mir wäre es sicherer gewesen. Tschüss, Hidalgo. Hidalgo ist ein cooler Film, den habe ich gern geguckt. Das ist doch mit dem Herr der Ringe-Darsteller. Mit Aragorn. Gandalf. Ja, der alte Gandalf. Nee, der Aragorn spielt damit. Schattenfell? Mit seinem Pony Schattenfell? Jetzt bin ich ein bisschen traurig. Wollen wir da mal kurz Polymer holen oder soll ich Polymer holen? Wollen wir vorher noch einmal die Baronyxe kurz breeden? Mhm. Ich möchte dann mal sehen. Den schön. Steht der hinten? Ich glaube, der steht schon. Ja. Der hat noch keinen Namen, aber das ändere ich jetzt.
Ich fähre für Vlad. Das würde zu Bathory passen. Okay, dann muss es irgendwas mit Papier zu tun haben. Nicht unbedingt, es reicht auch einfach allgemeine Grausamkeit. Ach so. Aber also die Region stimmt so und... Oh, wie hübsch ist der? Alter, der sieht ja wohl mega geil aus. Oder nicht? Du bist ja auch ganz hübscher. Es ist witzig, wie schmal die sind, oder? Ja. Das ist Vlad. Vlad. Hallo Vlad. Na? Und wie geht's dir? Bla bla bla. Bla bla bla. Moment. Das ist ein bisschen beengt hier, aber fühlt euch einfach ganz ungezwungen. Ja, sind beide sehr schön geworden. Hm? Sind beide sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Der hat mit einem 40er hat er 3960. Immerhin 300 mehr. So. Okay, schau noch mal gerade, ob die Hatchery an ist. Ja. Stimmt nicht. Doch. Mhm, ist an. Ja genau, die ganzen Denontius-Eier liegen hier auch noch drin. Ja, die können wir auch noch machen. Die können wir eigentlich auch noch machen. Na, dann hätten wir echt die Qual der Wahl, mit was wir dann losziehen. Alle. Ich leg mal die, die für die Zucht sind, in den Zuchtkühlschrank. So, möchtest du 140er auch für die Zucht nehmen oder mal schmeißen? Ich meine... Angucken auf jeden Fall, ne? Okay, also ist ein bisschen zu schade für die Kibbel, also als Kibbel verkocht zu werden, oder? Ja. 25 und 15, wer hält hier keine Ordnung? Ich weiß nicht, war bestimmt Lupo. So... Na, dann machen wir das doch. Ja, machen wir so. Ich würde sagen, wir das doch. Also, wir sind ja total flexibel, ne, was unsere Planung angeht. Sind wir? Ja? Ne, wir machen das so, dass wir halt jetzt in der nächsten Folge dann halt die Eier legen. Und dann diese eine Höhle da, diese Ruine erkunden. Boah, das hört sich gut an. Das wird bestimmt total spannend. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, da irgendwie reinzuklettern, um mal zu schauen, was da drin ist. Ich habe auf jeden Fall auch Bock. Mal gucken, ey. Ja, ne? Endlich Höhlenexpedition! Juhu! Müssen wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen vorbereiten. Also Kletterhaken, wir brauchen Armbrüste, am besten auch mit dem... Enterhaken. Enterhaken, genau. Hier gibt es nicht den Reusable Enterhaken, oder? Nee, leider nicht. Das ist halt auch total cool. Enterhaken. Wobei, haben wir mit den anderen Maps schon geguckt, ob es das damit gibt? Maps? Fischweise. Aber das ist ja eine App. Das ist eine Mod. Eine Mod, ja. Ja. Okay. Genau, dann, ja. Alles klar, so machen wir das. Und dann sei doch dabei, wenn wir losziehen. Und wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da. Das freut uns. Und hilft dem Kanal. Bis dann. Tschüss. Ciao.